Es gibt einen Marker, den man leicht von zu Hause aus bestimmen kann, der aber der wichtigste Faktor ist, ob ihr gut schlaft bzw. durchschlaft oder gar einschlaft. Ich zeige euch gleich anhand von aktuellen Studien, wieso dieser Marker so wichtig ist und wie ihr ihn messen könnt und beeinflussen könnt, aber was wichtiger ist, wieso ich von diesen neuen Tracking-Uhren, die wirklich inflationär gerade getragen werden, wirklich abrate. Einige mögen sicher schon Brian Johnson kennen und geteilter Meinung zu ihm sein. Denn er gibt jährlich 2 Millionen Dollar aus für seine Gesundheitsroutinen. Fakt ist aber, er hat alle seine Blut- und Körperparameter unabhängig bestimmen lassen. Und es gibt keinen bisher bekannten Menschen in der Geschichte, der es geschafft hat, mit 46 Jahren jede Nacht einen perfekten Schlafscore zu schaffen, nächtliche Erektionen wie mit 18 zu haben, obwohl er 46 ist, und so leistungsfähig zu sein wie die besten 5% aller 18-Jährigen. Das sind Fakten, die man nicht einfach so ignorieren kann und auch darf. Er sagt ebenfalls, es gibt keinen Stoff, wo er jeden Tag 100 Pillen schluckt, kein Verhalten oder sonst was, was wichtiger ist für die Gesundheit, wie der Schlaf. Gerne noch eine gute Tat verrichten oder eine positive Bewertung da lassen für meine Videos. Das freut mich immer wirklich sehr. Und los geht's. Da hören wir mal zu, was er zum Thema Schlaf zu sagen hat und welcher Parameter hier gemeint ist. That if I know if I can get my resting heart rate to like 47 or 46 right before I go to bed, I'm almost guaranteed a perfect night's sleep. Er sagt etwas sehr Wichtiges. Wenn seine Herzfrequenz bzw. sein Herzschlag nicht unter einer bestimmten Anzahl von Schlägen pro Minute ist, wird es nichts mit seinem perfekten Schlaf. Dazu schaut man sich diese Abbildung mal an, dann sieht man, wieso es so wichtig ist. Man sieht, dass die Herzschläge in der Schlafphase am tiefsten sind, was wir aber auch schon sehen, dass die Herzschläge immer näher zur Schlafphase schon ebenfalls im Sinkflug sind. Daher macht es natürlich Sinn, je früher die Herzrate sinkt zum Abend, desto schneller schläft man ein. Und vor allem braucht der Körper kürzer, bis er in die Tiefschlafphase kommt. Denn für diese ist eine noch tiefere Herzschlagfrequenz erforderlich und da ist jeder individuell, je nach Fitnessstatus vor allen Dingen auch. Beispiel, wenn man mit einem Herzschlag von 70 Schlägen pro Minute zu Bett geht. Der Herzschlag pro Minute aber von 60 benötigt wird, bis dein Körper einschlafen kann, brauchst du eine gewisse Zeit, um diese 10 Schläge abzubauen. Und vor allem brauchst du dann noch länger, um auf die gegebenenfalls 55 Schläge zu kommen, bis zur Tiefschlafphase, bis dieser eintritt, ja? Ihr versteht schon. Dazu schauen wir uns mal diese Abbildung an, die ich für euch rausgesucht habe. Man sieht hier, dass nach der Einschlafphase die REM-Phase kommt, die Rapid Eye Move-Phase. Auch die schnelle Augenbewegungsphase, whatever. Diese ist auch die Phase, in der wir träumen. Viele behaupten, dass man für einen gesunden Schlaf immer träumen sollte. Das ist aus zwei Sichten nicht korrekt. Erstens träumen wir immer und wir können uns daran nicht erinnern. Zweitens ist die REM-Phase, in der man träumt, sicher die ungünstigste Phase für einen erholsamen Schlaf. Man sieht nämlich, dass in der leichten und tiefen Schlafphase der Schlaf deutlich tiefer ist als in der REM-Phase, genau genommen auch die Herzschläge. Das verdeutlicht diese Abbildung noch besser, wenn wir weiter auf unsere Herzschlagfrequenz zurückkommen. Man sieht hier in Orange die REM-Phase, auch jene, wo nicht nur der Schlaf am leichtesten ist, sondern auch noch die Herzfrequenz am höchsten ist. In der Tiefschlafphase sehen wir deutlich, dass die Herzfrequenz synchron sinkt mit der Schlaftiefe und damit kausal im Zusammenhang steht. Da ist hier zu merken, je tiefer der Herzschlag pro Minute, desto tiefer kann der Schlaf werden und vor allem desto schneller kommt man in die Tiefschlafphase und desto länger wird der Mensch sich in dieser Tiefschlafphase aufhalten und desto erholsamer wird der Schlaf sein, desto gesünder wird der Mensch sein, denn es gibt keine Parameter, der mehr deine Gesundheit beeinflussen wird. Jetzt kommt eine sehr wichtige Abbildung, man sieht hier die klare Divergenz zwischen Menschen mit Schlafstörungen und Menschen, die als gute Schläfer betitelt werden. Die guten Schläfer haben eine deutlich tiefere Herzfrequenz als die Menschen mit Schlafstörungen. Jetzt kommt etwas noch Wichtigeres. Ich weiß, es wird immer und immer wichtiger. Wir gehen hoch den Berg, ja, bis zum Gipfel der Gesundheit. Es gibt noch einen weiteren Marker, die Herzfrequenzvariabilität. Doch was heißt dieser Wert? Als Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität, wird die Variation der Zeiten zwischen aufeinanderfolgenden regulären Herzschlägen betitelt. Das heißt, wenn unterschiedliche Zeiten auf den nächsten Herzschlag folgen.
Dieser Wert wird oft von diesen Fitnessarmbändern und so weiter aufgezeigt, als Marker für einen gesunden Schlaf auch genommen, ja, da er mit dem Stresslevel korreliert. Tatsächlich macht euch diese Uhr nur unnötig verrückt, weil schaut man sich diese Abbildung an in der Studie, dann sieht man, dass die Herzfrequenzvariabilität keinen Einfluss hat auf die Schlafqualität, wenn man Menschen vergleicht, die gute Schläfer sind, gegenüber Menschen, die Schlafstörungen haben. Daher macht euch keine Sorgen und entsorgt eher diese Uhren, wenn sie euch stressen. Denn wenn die Uhr dich darauf hinweist, dass dein Herz nicht die perfekte Variabilität aufweist, ja, aufgrund von Stress, dann kann ich dir eins sagen, dann wird dies sicher nicht zur Beruhigung deines Gemüts beitragen und zu weniger Stress, sondern eher noch zu viel, viel mehr Stress. Und du wirst ein Sklave dieser Uhr, den man nur gefallen möchte. Daher würde ich im Leben keine anziehen. Das Wichtigste ist, Stress abzubauen und nicht Dinge zu horten, die einem ständig daran erinnern, wenn mal etwas nicht optimal läuft. Doch kommen wir zu den wichtigsten Dingen, die wirklich den Herzschlag pro Minute senken. Mein Herzschlag im Ruhezustand ist durch nicht so stark gesunken, wie durch diese 5 Dinge, die ich gleich nennen werde. Mein Ruhepuls liegt mittlerweile unter 60, circa bei 54, also aus der Norm, da diese Norm ja zwischen 60 und 90 liegt, wissen wir alle. Das heißt nichts anderes, außer dass mein Herz und meine Gefäße ja stärker sind als die Norm. Und das sollten wir auch wirklich alle anstreben, wenn gesunde Langlebigkeit dein Ziel ist. Und das ist es, wenn du hier zuschaust. Denn mein Ziel ist, möglichst jung alt zu werden. Ich gehe zweimal die Woche in die Sauna, jeweils 4 Saunagänge, 120 Grad. Ich sitze auch ganz oben, jeweils 20 Minuten. Das habe ich über 3 Jahre lang aufgebaut. Und das braucht auch seine Zeit. Das ist ganz wichtig. Langsam anfangen. Studien zeigen hier etwas Verwirrendes zum Thema Sauna, was ich aber sehr leicht aufklären kann für euch. Zunächst schauen wir uns diese Publikation an. In dieser Studie wurden knapp 100 Personen für 15 Minuten in die finnische Sauna gesteckt und danach ihre Parameter überprüft. Doch fällt hier leider auf, dass die Herzschlagrate ja also von 74,9 auf 83,9 direkt nach der Sauna stieg bei Männern und bei Frauen von 78,9 auf 93,4 Schlägen pro Minute. Das liegt sicherlich am Alter, denn bei jüngeren Menschen wäre das sicher nicht so der Fall. Nein, das ändert sich nicht, auch bei Jüngeren sehen wir hier. Doch der Body Mass Index, der ist doch wirklich der ausschlaggebende Parameter dafür, auch da gibt es keine Unterschiede. Aber sicherlich bei Menschen, die regelmäßig in der Sauna gehen, oder? Auch da nicht, der Herzschlag steigt nach der Sauna an. Hier die Erklärung. Das Herz und die Arterien spielen Hand in Hand. Diese haben die Aufgabe, den Druck in den Blutgefäßen vor allem vor dem Absinken zu bewahren, was deutlich schlimmer ist als vor dem Steigen des Blutdrucks. Denn beim Abfall verlieren wir das Bewusstsein. Bei Wärme dehnt sich alles aus, so auch die Arterien. Dadurch wird ihr Durchmesser größer und der Druck sinkt, da sie ja weiter sind. Das passiert in der Sauna. Wenn ihr aufgepasst habt, dann seht ihr, ich blende es nochmal kurz ein, dass die Blutdrücke bei Mann und bei Frau signifikant gesunken sind nach der Sauna. Jetzt wird es logisch. Sinkt der Blutdruck, muss die verminderte Blutmenge durch den fehlenden Druck ausgeglichen werden, indem mehr Schläge pro Minute vonstatten gehen. Soweit so gut. Doch wieso sollte uns das Saunieren helfen, wenn es doch den Herzschlag erhöht? Und wir einen tieferen Herzschlag brauchen, um optimal zu schlafen. Wichtig ist, worauf es ankommt. Denn die meiste Zeit befinden wir uns in dem Ruhepuls. Und dieser sollte sinken. Denn nur dieser zählt, der Ruhepuls. Schauen wir uns diese Studie dazu mal an. Dieser wichtige Ruhepuls ist bei den Saunagängern von 82 auf 76 gesunken, was absolut signifikant ist. Daher ist das Saunieren eine perfekte Maßnahme für einen gesunden Schlaf, weil es eben den Ruhepuls senkt. Keinen interessiert es, wie es kurzfristig nach der Sauna ist. Ganz wichtig. Das kann man jetzt ebenfalls negativ beeinflussen. Ich esse zum Beispiel vor dem Schlafen meine letzte Mahlzeit nie mit Salz. Salz ist osmotisch aktiv und zieht Wasser nach sich. Dies passiert auch mit dem Blut in den Arterien. Dadurch steigt der Druck, weil ja jetzt mehr Volumen da ist. Und der Blutdruck steigt auf die Gefäße. Das erhöhte Volumen führt zu mehr oder stärkeren Herzschlägen, was weggepumpt werden muss. Daher Tipp, mal 3 Stunden mindestens vor dem Schlafen nichts Salzhaltiges essen, zum Beispiel Salat, Haferflocken und so weiter, das passt sehr, sehr gut. Tipp Nummer 3, apropos Gesundheit, dazu schauen wir uns diese prospektive Studie zum Thema Saunieren mit knapp 1700 Probanden nochmal an. Dort sieht man, je öfter man in die Sauna geht, sogar bis zu 4-mal, die Woche, desto geringer ist auch das kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko, was die Todesursache Nummer 1 ist, weltweit in Deutschland ist, war und schon immer sein wird. Und ganz wichtig, das geht natürlich auch antiproportional mit der Todesrate einher. Je mehr Saunagänge pro Woche, wir sehen hier bis zu 4-mal, desto niedriger war die Todesrate.
Ein weiteres Mittel ist das Schwarzkümmelöl. In dieser Studie mit knapp 150 Teilnehmern, die nur 2 Gramm Schwarzkümmelöl für ein Jahr einnahmen, wurde Folgendes gemessen. Man sieht hier, je länger man den Schwarzkümmelsamen einnahm, hier bis zu 12 Monate, desto niedriger verhielt sich ihr Ruhepuls. Dieser sank nach 12 Monaten von 88 auf 82 Schlägen, was statistisch signifikant ist. Wichtig ist, die meisten kaufen sich ein Produkt und wirklich nur eins und hören dann auch wieder auf. Hier sieht man, dass die erste Wirkung erst nach 3 Monaten zu messen war und je länger, desto besser. Die beste Wirkung war hier nach 12 Monaten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Viele Menschen schmeißen ihr Geld raus, kaufen es für einmal. Es hat kaum eine Wirkung. Nichts kann innerhalb von einem Monat direkt alles verändern. Das ist ganz selten. Wir reden hier von Naturstoffen, keine Medikamenten, die körpereigene Funktionen unterdrücken mit Nebenwirkungen. Das ist was ganz anderes. Ich verlinke euch mal Schwarzkümmel oder Kapseln mit dem meines Wissens höchsten Thymoquinongehalt, das heißt Hauptwirkstoff, in einem unabhängigen Laboranalyse ja auch dargeboten auf der Homepage. Doch Vorsicht vor Schwarzkümmelöl, es akkumuliert sehr viele Schwermetalle. Leider auch daher unabhängig geprüft sein, auch auf der Homepage ebenfalls dort zu finden. Sonst kann es sein, dass ihr kranker werdet und dafür sogar noch Geld bezahlt, ja, wenn es belastet ist. Nächste Lösung ist Magnesium. Man kennt es auch als das Entspannungsmineral. Dazu schauen wir uns mal diese wirklich ganz interessante Studie an. Ja, dort heißt es, im Gegensatz zur Kontrollgruppe wies die Magnesiumgruppe jedoch nach 8 Stunden einen signifikanten Rückgang der Herzfrequenz auf. Die durchschnittliche Herzfrequenz nach 12 Stunden betrug 89,66 Schlägen pro Minute und war statistisch niedriger als die durchschnittliche Herzfrequenz von 98,72 pro Minute nach 8 Stunden in der Kontrollgruppe, die kein Magnesium einnahm. Das sieht man hier nochmal visuell für euch dargestellt. Der größte Drop, das heißt das Absinken von der Herzrate, ja, in dieser Studie, ja, ist genau genommen nach einer Stunde. Und daher, eine Stunde vor dem Schlafengehen Magnesium zu sich nehmen, das mache ich jeden Tag. Ich nehme 4 Kapseln, je nachdem, wenn ich sehr stressigen Tag habe, auch ein bisschen mehr, von diesem bestimmten Magnesiumcitrat. Ich habe davor auch keine Angst, ein bisschen zu viel zu nehmen, weil es wasserlöslich ist. Der Körper kann es auch einfach wieder ausscheiden und Magnesiumcitrat ist ebenfalls das beste Mittel zur Verhinderung von Nierenstein, weil es das Calciumoxalat wasserlöslich macht zu Magnesiumoxalat. Denn Studien haben gezeigt, dass Magnesiumcitrat mit Abstand die beste Bioverfügbarkeit hat. Das ist heute kausal belegt. Und dies soll bis 400 Milligramm genommen werden, dann tritt erst hier richtig die volle Wirkung ein. Vorher kommt nicht allzu viel an. Verlinke ich euch ebenfalls auch mal unten. Die letzte Lösung ist natürlich Sport. In dieser Meta-Analyse, die aus knapp 13.000 Probanden die Daten erfasst hat, zu jeder Studie, die zum Thema gemacht wurde, Sport und Ruhepuls seit den 70er Jahren, ist klar zu entnehmen, dass der Ruhepuls sinkt durch Sport. Das galt für Männer wie für Frauen. Alle Ausdauersportler, ebenfalls Kraftsportler oder Kraft- und Ausdauersportler kombiniert, selbst Schulsport senkte den Ruhepuls, asiatische Sportarten und so weiter. Das war's mit dem Video. Alle weiteren Infos und Produktempfehlungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr mich auch vor allem unterstützen für meine Videos, die ich für euch mache. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön für euren Support und Loyalität. Wir sehen uns.